was machen die? Wir haben den Fasan an, wir haben den Krähen. Und was machen diese Vögel? Sie hacken natürlich aus, fressen Saatkörner von den aufgelaufenen Pflanzen. Das So. Frau Ministerin, Frau Julia Klöckner, ganz herzlich willkommen hier in Bilsum. Sie sehen, die Aufmerksamkeit ist Ihnen gewiss. Das Publikum ist da. Ich darf Sie nochmal ganz herzlich begrüßen und ich sage hier ganz unverfroren, ich bin noch nie am Hause meines Schwiegervaters vorbeigefahren und musste den Personalausweis vorlegen. Das ist aber heute Morgen passiert. Und angesichts der momentanen Debatte, gesellschaftlichen Debatte und Forderung rund um das Thema Agrar, würde ich vorschlagen und es als zielführend halten, schleunigst einen Sachkundenachweis für Verbraucher einzuführen, um hier die so oft und viel zitierte Wertschätzung für nachhaltig regional produzierte Lebensmittel eben all derjenigen nachweislich zertifiziert einzufordern. Wer weiß, vielleicht steckt ja gerade solch ein Gedanke hinter den von Ihnen gerade am Wochenende noch angekündigten sogenannten ordnungspolitischen Regelungen, zu denen ich nachher noch kommen werde. Unter anderem gegen Lebensmittelpreisdumping des Lebensmitteleinzelhandels und Dumpingimporten aus dem Ausland. Oder wie Frau Merkel nach ihrem gestrigen Treffen mit dem Lebensmitteleinzelhandel fordert, eine EU-Richtlinie zum Schutz kleiner Lieferanten. Ich gebe Ihnen recht bei der getroffenen Aussage vom Wochenende zum Preisdumping Lebensmittel. Hier ist in der Tat, wenn man diesbezüglich etwas ändern möchte, dies leider nur mit ordnungspolitischen Regelungen erreichbar. Genau. Allerdings sind diese dann nicht nur national, sondern in verbindlicher Übereinkunft mit unseren europäischen, aber auch weltweiten Handelspartnern umzusetzen. Das hehre Ziel der Union. Das hehre Ziel der Union. Das verlaufen sollte. Bei der nächsten Bundestagswahl stärkste Partei und womöglich und möglichst 30% X plus zu erzielen, wird bis dahin dann so langsam, aber sicher im grünen Nebel verschwinden. Lassen Sie es, das ist mir eine ernste Bitte, lassen Sie es bitte nicht so weit kommen. Ich appelliere an Sie, als einer, und daraus mache ich hier und heute keinen Hehl, als einer, der bereits in jungen Jahren, Anfang der 80er, stolz die Wahlplakate von Helmut Kohl mit Hilfe von Trecker und Wagen an die örtlichen Straßenlaternen angebracht hat. Und der 10 BU. Liebe Frau Klöckner, möge der gute Geist von Bildung, den auch Sie hier und heute sicherlich hautnah spüren und mitnehmen werden, möge der gute Geist Sie entsprechend leiten und führen. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Ich darf Sie ans Mikrofon bitten, Frau Klöckner. Ich grüße Sie alle sehr, sehr herzlich, lieber Herr Werfmann, liebe Bäuerinnen und Bauern, lieber Albert Stegemann. Freue mich, er hat gesagt, Julia, du musst heute kommen, auch wenn du zwischen mehreren Terminen bist. Du kommst heute hierher und wenn der Albert Stegemann das sagt, dann habe ich gesagt, dann komme ich. Und deshalb bin ich gern heute da. Gestern hatten wir im Kanzleramt, das wissen Sie, dazu sage ich gleich was, mit dem Handel ein Gespräch, war gestern noch in Baden-Württemberg bei ein paar hundert Bauern, die eine ganz andere Agrarstruktur haben als Sie hier. Heute bin ich bei Ihnen und Sie sind landschaftlich und landwirtschaftlich auch anders geprägt. Um deutlich zu machen, es gibt nicht die deutsche Landwirtschaft und deshalb wird es auch nicht nur eine Antwort geben, um alle zufrieden zu machen. Ich grüße alle Mandatsträger, die heute da sind, sind Amts- und Ehrenträger heute auch da und liebe Bauern, aber vor allen Dingen will ich glaube, wir werden übertragen. Ist das die Kamera, die uns überträgt nach draußen oder wer ist es? Ist hinten. Mensch, ja, Hightech. Also, ich will jetzt einfach mal den Kindern, falls sie noch da sind, noch ganz, ganz herzlich danken. Die haben mich eben so herzlich draußen begrüßt und auch allen Bauern, die draußen sind, weil der Saal ist voll, aber sie sind hergekommen und das finde ich ein schönes Zeichen. Herzlichen Dank dafür. Und deshalb habe ich mir auch die Zeit genommen und will Ihnen heute so ein bisschen berichten.
Und zurzeit habe ich von verschiedenen Seiten Wind. Im Übrigen, das zeigt die komplette Bandbreite unserer Gesellschaft. Und Landwirtschaft ist ein Teil der Gesellschaft. Aber ich kann Ihnen sagen, was von den Wasserwirtschaftsverbänden kommt aus Niedersachsen. Ich kann Ihnen sagen, was von Verbrauchern auch aus unserer Partei kommt. Ich kann Ihnen von vielen sagen, was von denen kommt. Das ist sehr, sehr vielstimmig. Und Politik muss einen Ausgleich hinbekommen. Und das ist meine Aufgabe, denn ich will am Ende, dass Landwirtschaft eine Zukunft in Deutschland hat und dass es modern ist, deutsche Produkte zu kaufen im Supermarkt und dass es eben nicht unmodern ist. Aber dass diejenigen, die eine Haltung haben als Journalist, bitte auch recherchieren vorher. Und das ist sowas, ich sage es jetzt auch mal hauptstädtisch. Wir haben ganz viele eine Meinung gegenüber Landwirtschaft. Ganz viele haben eine Haltung. Nach den zwei Dürresommern hatten wir 80 Millionen Hobby-Agrarwissenschaftler in Deutschland. Die wussten fruchtvoll und dann geht alles gut. Das ist ein bisschen wenig. Und als eine Journalistin nach den Bauerndemos in Berlin, da lag ja die Stadt lahm, viele von Ihnen waren ja sicherlich auch da, und ich muss sagen, die Beschwerden darüber, dass die Demo über Traktoren kam und die Stadt lahm lag, die Beschwerden konnte ich überhaupt nicht verstehen. Berlin liegt ständig lahm wegen irgendeiner Demo, kriegt selber einen Flughafen nicht hin und wenn die Bauern einmal kommen, dann beschwert man sich. Ich finde, Bauern haben auch ein Recht zu demonstrieren und auch mit der Stadt lahm zu demonstrieren. Und das Interessante war, eine Journalistin, und das ist jetzt so ein Zeichen gewesen, wo mir auch klar geworden ist, Leute, wir müssen in eine andere Kommunikation. Und dann gehe ich auch ein paar Punkte weg, on Detail auch rein. Eine Journalistin hat nach den Bauerndemos in Berlin getwittert, weil sie im Stau stand und einen Termin verpasst hat. Jetzt habe ich wegen dieser ganzen Traktoren, die Luft verpestet oder was sie da geschrieben hat, den Termin verpasst. Ich werde nie mehr etwas kaufen, was Bauern produziert haben. Da habe ich mir gedacht, das arme Mädchen muss verhungern. Und ja, aber das zeigt so etwas, wir haben echt noch viel Weg vor uns. Aber es hilft nichts. Wir brauchen nicht nur ein neues Landwirtschaftsbewusstsein, wir brauchen auch ein neues Verbraucherbewusstsein. Und es hilft ja nichts, wissen Sie, wenn ich Ihnen in allen Punkten Recht gebe, dann werde ich vielleicht mal kurzfristig von Ihnen gefeiert. Aber dann kommt der Druck und die Glocke und die zeitlichen Anpassungsmaßnahmen kommen dann noch strenger, noch schneller und noch mehr alles auf einmal. Folgende Handelspraktiken gibt es. Das nennt es ein Edeka, ein Lidl, eine Rewe oder Aldi. Dass die abends 30 Paletten Salatkorb bestellen und morgens um 4.30 Uhr kommt das Fax, wir brauchen nur 13 Paletten. Was passiert denn mit den restlichen Paletten? Die können Sie gerade, die sind ja schon in der Nacht gepackt worden. Sie haben ja Mitarbeiter, die das alles machen. Ich war direkt vor Ort bei Gemüsebauern, die haben mir das mal erzählt, wie das läuft. Das heißt, die nehmen am Ende den Kram wieder mit, beziehungsweise liefern ihn gar nicht aus, aber sie kriegen überhaupt keinen Ersatz dafür. Sie müssen, wenn dann, umpacken, wenn sie Glück haben, kriegen sie das wieder los, oder sie müssen es vernichten. Das heißt, einseitig kann etwas storniert werden, während auf der anderen Seite Landwirte eine hundertprozentige Andienpflicht haben, zu 100%. Also deshalb sage ich nochmal, wir machen die Preise nicht als Politik. Aber was unanständig ist, Edeka, ich nenne die jetzt alle beim Namen, auch wenn die sich beschweren, dass ich nicht gut über die rede, aber die haben vor jetzt 2 Kilogramm Äpfel für 1,11 Euro ins Angebot zu nehmen. 1,11 Euro, 2 Kilogramm Äpfel. Ich frage mich, wieso etwas gehen soll. Wie soll eine Bauernfamilie davon leben und man höchste Umweltstandards einhalten? Ich finde das unanständig von denen, die es anbieten, aber von denen, die es kaufen. Denn man kann nicht sonntags fordern, immer weniger Pflanzenschutzmittel, immer umweltgerechter, höchster Standard und am nächsten Tag dann aber was Günstiges und Günstiges kaufen. Und insofern meine ich, brauchen wir eine andere Preispolitik, denn Wertschätzung hat etwas auch mit dem Preis zu tun. Und wenn der Preis nicht stimmt, dann kommt auch bei der Bevölkerung keine Wertschätzung hoch und dann fordert die auch höchste Tierschutzstandards und macht sich überhaupt keine Gedanken, dass man für andere Tierschutz- oder Tierwohlstandards zum Beispiel in Ställe investieren muss, die richtig viel Geld kosten. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie die nicht schätzen, die für Sie im Deutschen Bundestag sitzen und sich verkloppen lassen, dann werden Sie keinen mehr finden, der das macht für die Landwirtschaft,
Denn Wertschätzung will nicht nur Landwirtschaft, Wertschätzung wollen auch die Politiker, die für sie den Rücken gerade machen. Und ich finde das sehr politisch. Wer glaubt, dass die eigene Meinung 1:1 im Deutschen Bundestag umzusetzen ist, der muss sich mal die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages anschauen. Und ich wünsche Ihnen gutes Verrichten, wenn Sie sagen, es ist so halt eine Drohung, dann wählen wir die CDU nicht mehr. Ich wünsche Ihnen ein gutes Verrichten mit der Mehrheit der Grünen, die am Ende auf Binnendifferenzierung verzichten wird. Glücklicher werden Sie mit denen nicht, im Gegenteil. Das kann ich Ihnen sagen. Im Bundesrat haben wir gerade 11 grüne Beteiligung. Und da gehen zum Beispiel, wenn es um das Urteil Kassenstand geht, da kann ich Ihnen sagen, was in diesem Bundesratsbeschluss alles drin ist. Da werden Sie andere Demos abhalten, als die, die jetzt gerade laufen. Und deshalb will ich, Sie hätten mich doch heute hier vom Hof gehört, wenn Sie erfahren hätten, die Glöckler meint, wir bräuchten für den Agrarhaushalt überhaupt gar kein Geld mehr, sondern nur der Herr Hein bekommt das und alle anderen bekommen das. Ich will Sie Ihnen erläutern. Koalitionsausschüsse, wenn die tagen, richten die sich nicht nach Demonstrationszeiten von Bauern oder nicht, sondern ein Koalitionsausschuss tagt, weil zum Beispiel verhandelt wird, da ging es um die Grundrente von Herrn Hein, wir sind übrigens der Meinung, müssten Landwirte auch kriegen, Klammer zu, aber es geht Ihnen da um die Verhandlungen, das Thema Grundrente. Ein Beispiel. Was wollte die SPD haben? Und das sind Verhandlungen. Und dann haben wir gesehen, es gibt Haushaltsüberschüsse und die Sozialdemokraten hatten ziemlich viele Ideen, was sie mit dem Geld, mit den Haushaltsüberschüssen machen. Und jetzt hätten wir sagen können, okay, liebe Sozialdemokraten, dann kriegt ihr das Geld komplett. Aber ich finde es nicht verkehrt zu sagen, als Agrarministerin, passt mal auf. Dann will ich aber auch Geld für meine Bauern haben, weil wir zum Beispiel versuchen, die Sozialsicherungssysteme, die Eigenständigen der Landwirte, in den Beiträgen stabil zu halten oder die Beiträge, das heißt die Prämien sogar zu senken. Und ich muss Ihnen sagen, das halte ich nicht für verkehrt. Und das ist auch in Ihrem Interesse. Sie alle wissen, dass wir ein eigenständiges Sozialsystem für Sie haben, für Krankheit, für Alter, für auch wenn man Unfälle hat. Und das halte ich für wichtig, dass wir dieses Sicherungssystem haben. Und Sie nicken und Sie wissen, wovon ich rede. 4,1 Milliarden des Bundeshaushaltes gehen da rein. Die FDP zum Beispiel will das abschaffen und will, dass sie integriert werden in die normalen Versicherungsleistungen. Wissen Sie, was das denn heißt für Ihre Beiträge, wie die schreiben würden? Deshalb kämpfen wir dafür, dass das eigenständig bleibt, dieses System. Und deshalb kämpfen wir dafür, dass aufgrund des demografischen Wandels, wofür die Jungen ja gerade nichts können, dass ihnen die Beiträge nicht ansteigen, Stichwort Altenteiler, sondern dass wir sie abpuffern und ich wäre bescheuert gewesen, wenn ich diese 1 Milliarde nicht genommen hätte, mal ganz ehrlich. Und deshalb haben wir sie genommen. Nee, Leute, schauen wir uns mal weltweit an, wie die Lage ist. Wir werden bis zum Jahr 2050 2 Milliarden mehr Menschen sein. Und es gibt ein Menschenrecht auf Nahrung. Ein hungriger Magen, der findet keinen Frieden. Und Menschen wollen, also wir müssen nicht über Politik, Philosophie und sonst was reden, wenn jemand hungrig ist. Das wissen wir doch alle. Kriege entstehen, indem um begrenzte Ressourcen gekämpft wird. Und wenn wir heute schon über 200 Millionen, nein, es sind über 800 Millionen Menschen, die hungern auf dieser Welt. 2 Milliarden sind mangelernährt. Und ich sage Ihnen, wir kriegen diese Menschen nicht satt, indem wir aus der landwirtschaftlichen Produktion aussteigen. Ich hörte, dass Herr Timmermans auf europäischer Ebene meint, wir müssen die Landwirtschaft minimieren in Europa. Stichwort 2035, Zukunft hat. Warum machen wir uns diese Gedanken? Und das, glaube ich, wird heute auch noch in der Diskussion vertieft werden. Wir machen uns diese Gedanken, weil wir zum einen wollen, dass Sie, dass die jungen Leute Freude daran haben, selber in Zukunft aufs Feld zu gehen, weil sie sagen, wir verdienen hier auch etwas. Das heißt, ohne Erlös wird das Ganze keinen Sinn machen, denn ansonsten ist man Landschaftsgärtner und kein Landwirt. Es ist nicht immer so einfach, wie es manchmal gefordert wird. Ich verstehe Sie, wir sind an Ihrer Seite und glauben Sie mir. Wir werden das gemeinsam hinkriegen und wir müssen den Jungen aber auch ein bisschen Zuversicht machen. Man kann nicht jeden Tag am Küchentisch daheim sagen, es hat alles keinen Sinn und dann wundert man sich, wenn die eigenen Kinder den Betrieb mit übernehmen wollen. Also, es ist ein toller Beruf und ich muss Ihnen sagen, Sie sehen am Abend, was Sie geschafft haben. Das ist bei manch anderem Beruf nicht so. Und deshalb ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt freue ich mich auf eine Diskussion.